Ein Leistenbruch ist eine Vorwölbung in der Leiste, die dadurch entsteht, dass wir in der Leiste die Besonderheit einer anatomischen Schwäche haben, durch die sich dann Teile der Bauchwand oder auch Baucheingeweide selber in die Leiste vorwölben können. Ein Leistenbruch kann sowohl angeboren wie auch erworben sein. Ein Leistenbruch macht in der Regel über die Zeit gesehen Symptome. Es tritt eine kleine Schwellung auf, die im Verlauf größer wird und monströse Ausmaße annehmen kann, bis hin zu fußballgroßen Schwellungen, die sich bis in den Hodensack dann vorwölben. Natürlich hat man auch das Risiko einer sogenannten Einklemmung. Das heißt, die vorgefallenen Organe können nicht von selber wieder zurückrutschen und können dann sich von der eigenen Durchblutung abschnüren, sodass dann die vorgefallenen Anteile, zum Beispiel Darmschlingen, absterben. Dies ist eine absolute Notfallsituation, die dann auch sofort operiert werden muss. Ein Leistenbruch wird heute in der Regel operativ behandelt. Die Bruchbänder oder körperliche Schonung sind keine Therapieoption mehr. Beim Erwachsenen wird man auf ein netzbasiertes Verfahren zurückgreifen. Hier gibt es zwei Methoden, die offene Methode und die minimalinvasive Methode. Bei der offenen Methode wird von vorne ein Schnitt gemacht und das Netz platziert. Bei der minimalinvasiven Methode nähert man sich von innen her der Leiste und verstärkt die Leiste durch ein Netz. Die Bruchpforten werden hierdurch verschlossen oder eingeengt.